Kurz vor einem Spiel. Atmosphäre wie auf tausenden Fußballplätzen. Doch noch keineswegs alltäglich, Pferdeschwänze bei den Akteuren. Fünfte DDR-Bestenermittlung unserer fußballspielenden Damen in Schwedt. Wir sahen und hörten Bemerkenswertes. Soll ich einen Rekord brechen? 80.000? Die Damen der BSG Turbine Potsdam auch in ihren Spielen mit herausragenden Einzelleistungen. Gegen EAB Berlin-Lichtenberg zum Beispiel. Die Nummer 9, Sabine Seidel, Köchin von Beruf, auch hier mit guten Spielrezepten. Wieder Sabine Seidel. Die beste Spielerin auf Potsdamer Seite in allen Spielen, Andrea Funke. Sie wurde als beste Feldspielerin geehrt am Ende. Viele Chancen für Turbine Potsdam und drückende Überlegenheit. Die Lichtenbergerinnen hatten hier nicht viel entgegenzusetzen. Andrea Funke täuscht an, schießt, Tor und 1:0 für Potsdam. Und wenig später dann dieser folgende herrliche Schuss von Petra Hübel. Am Ende 4:0 Sieg über die Berlinerinnen. Der Meistertitel greifbar nahe und noch ein Spiel gegen die Gastgeberinnen von Chemie PCK Schwedt steht aus. Übungsleiter Bernd Schröter legt die Linie fest. Und vor allen Dingen spreche ich hier einzelne Abwehrspieler an. Joris in der Abwehr, eng decken, die Marion und auch Martina auf der anderen Seite, also viele eng bewachen. Wir spielen, versuchen gelöst aufzuspielen und uns nicht hier auf irgendwelche Schläge einzulassen, gar die nicht. Und wenn das Spiel dann läuft, dann auch mal ein bisschen einen Doppelpass versuchen zu spielen, ähnliche Dinge. Auch wir haben uns sehr viel vorgenommen. Ja. Wir kennen Potsdam schon sehr lange. Sie sind zwar der Favorit, aber wir wollen versuchen, aufgrund unserem doch starkes Mittelfeld offensiv zu spielen und den Potsdamern dadurch ein Bein zu stellen. Das war natürlich nicht wörtlich zu nehmen, was der Übungsleiter der Schwedterinnen Rainer Hasse da sagte. Die Unparteiischen jedenfalls hatten durchweg faire Spiele der fünf besten Bezirksmeister unseres Landes zu leiten, die in Turnierform in je 2x20 Minuten Spielzeit aufeinander trafen. Also nun die Potsdamer Favoriten in dunkler Spielkleidung von links nach rechts, den Titel eigentlich schon in der Tasche, aber taktisch offensiv eingestellt, man wollte ungeschlagen bleiben. Vierte Minute der ersten Halbzeit. Heike Placke, war der Ball im Tor? Die gleiche Situation noch einmal. Urteilen Sie selbst, liebe Zuschauer. Aber kein Tor entscheiden die Unparteiischen. Unbeeindruckt davon die Potsdamerinnen, weiter spielbestimmend. Viele Zweikämpfe entschied Andrea Funke für sich. Genaue Pässe öffneten Räume. Petra Hübel, Lehrausbilderin, lehrbuchhaft ihre Flanken. Simone Röhmhild verpasst da nur knapp. Und hier wieder so ein herrlicher Steilpass von Andrea Funke. Aber laufstark und aufmerksam die Schwedter Abwehr, Diane Kienitz klärt. Trotz drückender Feldüberlegenheit in der Anfangsphase, guten Zusammenspiels in der Angriffsspitze, die abschließenden Aktionen waren nicht zwingend genug. Andrea Funke vergibt. Doch die Schwedter Damen vor heimischem Publikum kamen besser ins Spiel. Aus gelegentlichen Kontern wurden gefährlichere Spielzüge. Marion Mielke, kämpferisch stark. Und Jane Kienitz mit einem gefühlvollen Schuss. Die PCK-Damen spielen druckvoller. Heike Schiele, Kopfballverlängerung, aber Torfrau Marion Fritze aufmerksam. Sorgenvolle Minen auf der Potsdamer Bank, PCK will den Favoriten stürzen. Andrea Reinhardt vergibt nur knapp. Auch in den letzten 20 Minuten bleiben die Schwedter Damen ein gleichwertiger Endspielpartner in der zwar noch torlosen, aber technisch besten Partie dieses Turniers.
Marion Mielke um Zentimeter vorbei. Mit dem 0:0 zwar schon auf der Gesamtsiegerstraße, will Potsdam dennoch den Sieg. Technisch gut, aber zu schwach dieser Schuss. Auf alle Fälle boten alle Damen dieses Turniers erstaunliche Spielfortschritte. Technisch, auch optisch, Sehenswertes. Heike Placke setzt sich durch. Und Doppelpass mit Simone Röhmhild. Doch der Abschluss ließ generell noch zu wünschen übrig, wie in vielen anderen Spielen auch. Auch das Aufbäumen der Potsdamerinnen am Ende brachte in diesem Spiel keine Entscheidung. Die junge Schweter Mannschaft trotzte dem Favoriten ein torloses Unentschieden ab und wurde damit Dritte des Turniers. Ungeschlagen aber blieben die Damen von Turbine Potsdam und durften so ihren dritten Meistertitel in Reihenfolge bejubeln.